Damit meine Bekannten mit einem neuen Video hier auf YouTube. Ich hoffe, für euch geht's gut. Ich hoffe, dass es euch am Montag Mittag um 12.30 Uhr euch gut geht. Ihr Eigene müsst ihr jetzt in dieser Zeit ein Shop-Video online kommen. Aber nein, das ist nicht der Fall. Und zwar reagiere ich auf Grammys Überfall. Das, ja, da reagieren wir heute mal drauf. OG-Fan und ihr Zuschauer, wir reagieren auf Grammys Überfall. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr mehr so Reactions sehen wollt. Und dann jetzt, let's go. Mit dem Video, ich wurde überfallen. Rolex und AP. Los geht's. Es lädt jetzt ein bisschen. Keine Sorge, dass es lädt. Wenn ihr das Video euch anseht, lädt das Video auch erstmal. Hey Leute, Cramix hier. Was geht ab, Leute? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen in der Bildzeitung oder auch auf Instagram. Es stimmt, ich wurde ausgeraubt. Das Ganze ist jetzt circa eine Woche her. Und ja, mir wurden zwei Uhren geklaut. Eine Rolex, eine AP. Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe auch länger überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen soll. Krass, das Ganze ist natürlich auch mit der Absprache von der Kölner Polizei. Krass, dass so ein großer YouTuber ausgeraubt anfangs wird. Anfangs war ich auch sehr skeptisch, ob ich das Video machen soll, weil ich den Tätern nicht die Aufmerksamkeit oder den Push noch geben wollte. Andererseits dachte ich mir dann auch wiederum, warum soll ich meine Reichweite nicht nutzen, um die Ermittlungen eventuell noch zu beschleunigen. Ich werde euch also in diesem Video erzählen, was genau passiert ist. Ich werde eine Art Preisgeld nennen für denjenigen, der die finale Info zur Ergreifung der Täter gibt. Dazu auch gleich mehr. Und ich möchte dieses Video auch noch nutzen, um eine Botschaft an YouTube- oder Influencer-Kollegen von mir zu richten, weil man muss wirklich aufpassen, was man heutzutage postet. Nicht jeder... Das stimmt, man muss heutzutage richtig aufpassen, was man auf YouTube los wird. YouTube achtet sehr darauf, auch wenn ich in meinen Livestreams immer sage, du Hurensohn und so. Das meine ich ja nicht der Ernst, ich ärgere mich dann einfach nur, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Wir hören nach Grammix zu, was er dazu zu sagen hat. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, das würde mich sehr so freuen, auch für den alten Rhythmus. Aber ja, ich reagiere immer weiter drauf, wir haben erst 54 Sekunden darauf reagiert. Los geht's. Der, ja, nicht jeder, der dir folgt, nicht jeder, der dir zuschaut, ist auch dein Freund oder gönnt dir. Einige machen auch Auge auf dich oder werden eben, das sind dann sozusagen Hater. Hater, für die Leute, die es nicht wissen, Hater sind Leute, die einen auf YouTube haten, also die wollen, dass man von YouTube, dass man die Plattform YouTube nicht mehr benutzt. So welche habe ich halt auch. Ja, die sind sozusagen Leute, die einen nur disliken, aber das ist bei großen YouTubern egal. Die kriegen immer mehr Likes als Dislikes. Aber die Leute, die einen hassen auf YouTube, also Hater, das sind halt einfach Leute, die wollen einfach, dass man sich von YouTube verpisst. Und ja, das ist auf Deutsch gesagt, sind es Hater, aber weiter geht's. Eben sogar kriminell aktiv, aber ja, ich würde sagen, wir starten direkt in das Video rein. Also Leute, was ist passiert? Viele von euch haben es mitbekommen. Wir waren eine Woche im Urlaub gewesen, mit wir meine ich übrigens Mailin und mich, also falls ich das in dem Video öfter sage, wir, Mailin und ich. Wir waren eine Woche im Urlaub gewesen in Antalya in der Türkei, war ein sehr guter Urlaub, alles entspannt, wir haben uns auch zu Hause wieder gefreut und haben eben auch eine Instagram-Story gepostet, oder ich habe eine Instagram-Story gepostet, ich glaube Mailin auch, dass wir wieder nach Hause fliegen. Das war jetzt am Montag gewesen. Ich habe sogar noch eine Abstimmung gemacht, ob ihr zuerst ein Video oder ein Livestream sehen wollt und habe es eben auf Instagram angekündigt, dass ich wieder nach Hause fliege. Wir sind also am Montagabend in Düsseldorf gelandet, sind ins Auto gestiegen, sind Richtung Köln nach Hause gefahren. Für die Leute, die nicht wussten, wo Old Grammix wohnt, er wohnt nämlich in Köln. Aber ja, für die Leute, die halt mehr wissen wollen, schaut gerne euch das Video an. Link zu dem Video ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr noch, dann zeige ich euch am Ende noch was. Aber gut, dann zeige ich jetzt noch was. Ja, wir hören nach Grammix zu, was er noch zu sagen hat. Los geht's. Haben unterwegs noch an einer Tankstelle gehalten, weil da so ein Burger King nebendran ist, haben noch was zu essen geholt und haben uns einfach generell auf, ja, auf zu Hause gefreut. Wollten was essen, chillen, dies, das. Ich fahre also bei mir in die Tiefgarage rein. Zur Info auch an euch, ich wohne in so einem Mehrfamilienhaus, also das sind halt mehrere Wohnungen und eine große Tiefgarage. Wenn ihr nicht wisst, was das für ein Hintergrund, was es da hinten ist, vielleicht ist es auch einfach nur ein Greenscreen oder die sind irgendwo bei Freunden oder so. Also vielleicht wieder noch was zu sagen, wo die jetzt sind, wo er das Video aufnimmt, aber Stand jetzt wissen wir es nicht, wo er ist. Vielleicht sagt es im Video oder vielleicht auch nicht. Packen wir auf. Los geht's, weiter geht's. Mit dem Video. Weiter geht's, ab geht's, los. Garage, wo quasi jeder seinen Stellplatz hat. Die Tiefgarage ist auch mit einem elektrischen Tor abgesichert. Also ich habe da so eine Fernbedienung, die man drücken muss, um da überhaupt in die Tiefgarage reinzukommen. Und
Das Tiefgaragentor schließt sich danach auch automatisch wieder. Wir sind also in die Tiefgarage reingefahren. Ich habe das Auto Also geparkt. schon modern. Marlin hatte die Burger King-Tüte in der Hand mit dem Essen. Und ich habe schon mal zwei kleinere Gepäckstücke mitgenommen. Eine Laptoptasche und eine so eine Reise, so eine große Sporttasche, so eine Reisetasche hatte ich in der Hand. Beide Hände also voll. Meinen und ich laufen in die Tiefgarage rein. Denn von der Tiefgarage gibt es einen direkten Zugang in unser Wohnhaus quasi. Also das sind so zwei Feuerschutztüren hintereinander. Wie so eine Art Schleuse, eine Tür, dann so ein kleiner Raum, nächste Krass. Tür, dann ist man in unserem Hausflur. Wir laufen also diese Tiefgarage rein, wie gesagt, ich habe beide Hände voll, Meinin hat auch Essen in der Hand. Meinin läuft auch circa einen Meter vor mir, so ein bisschen vor mir. Meinin macht die erste Tür auf, alles gut, wir sind in diesem Alles Fensterraum. normal? Meinin will die zweite Tür aufmachen, um in den Hausflur reinzukommen. Die Tür geht erstmal nicht auf. Sie will die Tür auf. In deinem Profil schreibst du Dokor. Krass. Was hat Kremix da immer erlebt? Das ist schon krass, was er erlebt. Weil ich muss sagen, er ist ja schon ein großer YouTuber und auch schon bekannt. Ich bin ja nicht so bekannt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich finde es einfach nur krass, dass so Leute, dass so Hater wissen, wo Kremix wohnt, wo Kremix Wohnort ist, wo der wohnt, und dass sie den dann auch überfallen. Es gibt halt immer so Leute, es gibt immer positive Leute, die halt sowas nicht machen, weil die wissen, was ich gehört. Und dann gibt es auch noch Leute, die halt so einen hassen und sind Hater. Und Hater, wie gesagt, das sind Leute, die einen, dass man von YouTube sich verpisst. Wir haben auch schon gesagt, kann keine zurückspulen oder so. Ja, ich rede immer weiter. Huch, da habe ich den Ton vergessen, upsi. Wird wie zugehalten. Meinin dreht sich gerade um zu mir, will mir sagen, ey, die Tür geht nicht auf, und in diesem Moment wird diese Tür aufgerissen, so eine Metall-, so eine Feuerschutztür quasi, die direkt zu unserem Hausflur ist, wird die Tür aufgerissen und zwei maskierte Männer mit Sturmmasken auf, stürmen auf uns los. Einer hat ein Messer in der Hand, der ist auf mich gegangen. Einer hat... Krass, auch sogar mit einem Messer. Junge, das war wie so ein Horrorfilm bestimmt für ihn. Gute Besserung mal für Grimms und für seine Frau. Oder für sein... Oder wie die immer heißt, krass, Alter, einfach nur krass, dass so große YouTuber sowas erleben. Der Arme. Der tut mir jetzt schon leid, aber weiter geht's. Wir haben ja immer noch ein paar Minuten, oder? Noch über 9 Minuten haben wir übrig. Weiter geht's. Sich quasi vor Meinin gestellt, sie fixiert, damit sie Miley abhauen kann. Er Verbesserung an Miley und dann Tischer Grimmix. Er stand und hinter Maximilian. Einen Täter, sage ich jetzt einfach mal, und hat quasi abgesichert, hat fixiert, sodass niemand abhauen konnte. Der erste Täter ging also mit dem Messer auf mich los. Wir waren in dieser kleinen Schleuse, in diesem kleinen Zwischenraum zwischen Tiefgarage und Hausflur. Und der erste Täter mit dem Messer geht halt direkt auf mich los, stellt sich vor mich, hält mir das Messer an den Körper und sagt, gib mir deine Uhr. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die gelb-goldene Rolex an, die Daydate. Krass. Hier sehen wir die auch, die nochmal die Uhr. Krass, die ist echt Gold, Alter. Ich weiß, große YouTuber haben viel Geld, aber irgendwo muss man auch sagen, die können ja so viel ausgeben. Aber egal. 40 mm und die AP war in meinem Gepäck drin, in der Laptop-Tasche, in so einer Louis Vuitton. Leute, da sieht man noch beide Uhren. Ja, wie gesagt, die haben schon viel große YouTuber. Aber. In der Laptop-Tasche. Er hält mir also das Messer in der einen Hand und versucht mit der anderen Hand mir die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Er hat auch so, also beide hatten so schwarze Lederhandschuhe an und damit hat er diese Schließe von der Rolex nicht aufbekommen. Dann schreit er mich an, sagt, gib mir die Uhr, gib mir die Uhr. Gib mir die Uhr! Im Augenwinkel neben mir sehe ich Meilen einfach nur heulen und ich gebe ihm dann also die Uhr. Und direkt gezielt hat der Täter nach der zweiten Uhr gefragt, also... Es mussten halt eben Leute... Krass. Das müssen dann Leute sein, die auf Grammys gucken. Und wissen, dass der im Urlaub war, weil der da auf Instagram was gepostet hat. Also ich fasse es gerade mal zusammen. Grammys und seine... Und wie die andere hieß, waren halt zusammen im Urlaub in Türkei. Dann wollen die halt ganz gemütlich nach Hause fahren, chillen, dies, das, Ananas. Und dann... fahren die halt erst zu McDonald's und oder Burger King, ich glaube McDonald's was, und holen sich da was zu essen. Dann fahren die nach Hause und der Grammix hatte die Hand voll und seine Frau hatte die Hand voll mit Essen und
Da wollen die zweite Tür aufmachen. Da geht Tiefgarage und dann stürmen da zwei Leute raus. Für die Leute, die es noch nicht gecheckt haben. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Das Video wird eh über 20 Minuten lang dauern oder so. Lol, 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 lol. Sein, sage ich mal, die mich auch schon auf Instagram oder YouTube verfolgt haben, die dann eben Eben. wussten, dass ich diese beiden Uhren habe. Hat also direkt nach der zweiten Uhr gefragt, nimmt sich meine Tasche, macht die Tasche auf, nimmt diese Louis Der Vuitton Arme. Uhrenbox raus mit der Iced Out AP drin, nimmt sich die Uhr. Nachdem er also beide Uhren Miley. hatte, hat er dann noch mein Armband, dieses Cartier-Armband am Handgelenk gesehen, weil ich nur ein T-Shirt an hatte, weil wir aus dem Urlaub gekommen sind. Das Armband trage ich, by the way, auch nicht mehr, Leute. Auch die Papiere und Boxen, die waren generell auch nie bei mir zu Hause, weil ja, das sollte man generell nie machen. Also die sind schon immer im Bankschließfach. Aber auch das Cartier-Armband habe ich jetzt eben auch abgelegt. Dieses wollte er eben auch noch haben, hat er aber nicht abbekommen. Also hat er mit dem Messer hier, ist er so dran gegangen, meinte so, mach dein Armband ab, hat mich angeschrieben, mach dein Armband ab. Und habe ich halt so gesagt, jo, das ist verschraubt, das geht nicht ab. Also vielleicht kennt ihr das ja, diese Cartier Love Bracelets, die sind ja eben so verschraubt. Konnte man nicht abmachen, hatte dann auch relativ schnell eingesehen. Ja, dann am Ende wollten die beiden noch unsere Handys haben. Die haben wir dann auch noch ausgehändigt und. Für was Handys? Wollen die etwa die Nummer austauschen, dass sie Grammys Nummer haben und dass sie Leute, die ja Grammys ausgeraubt haben oder überfallen haben, dass die Leute dann Grammys schreiben können auf WhatsApp und schreiben können. Kleine Beep und eine kleine Hure Beep. Ihr wisst schon, was ich meine. Die wollten den bestimmt auf WhatsApp beleidigen. Vielleicht wollten die auch einfach irgendwas anderes mit dem Handy machen. Wir hören mal weiter rein. Dann ist etwas sehr Komisches passiert, da die Täter ja natürlich sehr aggressiv waren, uns auch mit, oder mich auch mit dem Messer bedroht haben, hat mich das Ganze dann sehr gewundert, was jetzt passiert ist. Und zwar hatte der Täter, der erste Täter mit dem Messer in der Hand, der mich bedroht hat, der mir die Uhren abgenommen hat, hat dann noch mit den Handys in der Hand gesagt, die Handys legen wir euch oben auf den Briefkasten. Also eigentlich. Für was? Hä? Warum wollen die Täter gleichzeitig böse und nett sein und die Handys auf den Briefkasten legen? Das verstehe ich gerade nicht. Das kommt mir gerade nicht so in den Kopf. Warum die Täter gleichzeitig ausrauben, überfallen haben und dann die. Hä? Vielleicht sagt er noch was. Viel zu nett, so. Also das Eben. war Nett und hat böse einfach nicht so gleichzeitig. zusammengepasst, ja, von der Situation her. Jedenfalls hatte er die Handys und hat dann noch gesagt, die Handys legen wir euch oben auf die Briefkastenbox. Dann sind die Täter hochgelaufen, also wir waren quasi im Keller, Hausflur, also von der Tiefgarage, sind die Täter hochgelaufen aus der Haustüre raus und haben die Handys auf die Briefkastenbox gelegt. Ja, dann waren die Täter also weg. Das Ganze ging auch so schnell, Leute. Also im Nachhinein, mir kommt das immer noch vor wie einfach ein Traum, weil das so schnell ging. Niemand, also wer würde in der Situation damit rechnen? Man kommt aus dem Urlaub, ich habe die Hände voll mit Taschen und auf einmal stürmen zwei Leute auf einen mit Sturmmasken und einem Messer. Also ich komme darauf eigentlich immer noch nicht klar, Leute. Und einige haben mir dann auch schon im Nachhinein gesagt, ja, du brauchst irgendwie Pfefferspray, du brauchst hier eine Waffe, dies, Eben. das, dich verteidigen. Leute, ey, ich hätte in dem Moment der beste Kämpfer sein können, der ausgebildete Navy SEAL. Ich hätte eine Waffe dabei haben können, das hätte nichts gebracht. Diese Überfälle leben von dem Moment der Überraschung. Ich hatte die Hände voll mit Taschen, wir waren quasi schon zu Hause gewesen. Wir sind in unseren Hausflur reingelaufen und auf einmal stürmen zwei maskierte Leute auf einen mit einem Messer. Also ganz ehrlich, Leute, was hätte man in dieser Situation tun sollen? Im Nachhinein bin ich auch X. sehr froh darüber, dass es letztendlich nur die Uhren waren, die weg sind. Körperlich geht es sowohl Meilen als auch mir gut. Gott sei Dank, Leute. Das ist natürlich das Wichtigste. Jedenfalls machen wir bei der Story weiter. Die Täter waren dann also weg und circa eine Minute später, wir haben dann kurz abgewartet. Wir waren beide unter Schockstarre. Wir wussten gar nicht, was abging. Meilen komplett geheult, komplett unter Schock gewesen. Habe ich sie erstmal in den Arm genommen, erstmal so gepackt, so kurz, geht's dir gut, dies, das. Dann sind wir hochgelaufen, haben uns erstmal die Handys geschnappt und natürlich direkt erstmal 110 Polizei angerufen. Man kennt ihn. Da muss ich auch an der Stelle sagen, Props geht raus an die Kölner Polizei, die waren wirklich sehr schnell da. Die Täter waren natürlich in der Zwischenzeit schon weg. Polizei war circa 3 Minuten später da. Wir waren dann noch bis circa 2, halb 3 nachts bei der Kripo gewesen in Köln, haben noch eine Zeugenaussage, eine Personenbeschreibung und Strafanzeige gestellt. Und ja, das war's von dem Tag. Das war's von dem Tag. Die Täter waren weg. Meine beiden Uhren waren weg. Eine Louis Vuitton-Uhrentasche, in der die AP drin war. Beide Uhren, circa Wert 70.000 Euro. Ich werde euch jetzt hier auch mal Bilder einblenden. Das eine ist eine gelb-goldene Rolex Day-Date 41 mm mit schwarzen Ziffern. Digga, wer das gewusst hat, dass Walt Grimmings wohnt und so, das sind dann
Leute, die Hater, sind mehr als Hater. Das sind dann Leute, die einen beobachten, ich weiß nicht, wie man es nennt, die einen ausspionieren, genau. Die spionieren Akramix aus. Und das ist halt einfach scheiße. Und eine AP Royal Oak, ebenfalls 41 mm, iced out, also im Nachhinein noch besetzt mit Diamanten quasi, iced out. Also falls die Uhren irgendwo auftauchen sollten, die sind natürlich auch als gestohlen gemeldet bei der Kölner Polizei. Ich habe die Referenznummer dort angegeben von den Uhren. Falls die Uhren irgendwo auftauchen sollten, dann meldet euch bitte bei der Kölner Polizei. Oder falls der ein oder andere von euch auch Uhren ankauft oder falls der ein oder andere Juwelier das sehen sollte. Falls irgendjemand mit diesen Uhren auf euch zukommt, checkt bitte die Referenznummer bei der Kölner Polizei ab. Ja, körperlich geht es uns ja Gott sei Dank gut. Natürlich ist auch ein Schock hängen geblieben und die Tage danach war ich erstmal noch wirklich sehr, sehr verwirrt, weil, wie gesagt, das ging so schnell. Das muss man erstmal verarbeiten. Deswegen auch nochmal, tut mir leid an meine Zuschauer, dass ich auch bei dem Update-Stream am Donnerstag einfach noch nicht so, sage ich mal, glücklich oder so aufgetreten. Ich weiß also, man der, dass er nicht streamen konnte, weil er halt noch nicht so froh und wunder war, weil das halt dann, glaube ich, einen Tag früher passiert ist. Ein Tag, es war, glaube ich, am Mittwoch, wo das passiert ist. Weil wir hatten diese Woche Donnerstag, heute ist ja der 14. Dann war es letzte Woche, wenn ihr das Video seht. Ist aber jetzt auch egal, aber ich hoffe, ihr meint, ich hoffe, ihr wisst, was er meint und ich natürlich auch. Wie sonst immer war. Inzwischen muss ich sagen, geht es mir wieder besser. Ich bin darüber hinweg. Und ja, an dieser Stelle auch noch Dank an die Firma Delta Security, die mir sehr schnell eine Security zur Verfügung gestellt hat, die zurzeit Tag und Nacht mein Haus bewacht. Okay, Leute, kommen wir zu dem Preisgeld. Wie gesagt, ich werde meine Reichweite jetzt auch dazu nutzen, um diese Ermittlungen zu beschleunigen. Ich setze ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro für den finalen Tipp, welcher zur Ergreifung der Täter führt. So wie eine Art Finderlohn für die Uhren in Höhe von 10.000 Euro. Am besten natürlich beides, Täter und Uhren. Wie gesagt, für denjenigen eine Belohnung 20.000 von Euro. 10.000 Euro. Vielleicht hat ja der ein oder 20.000. andere, der etwas hört oder auch in Kreisen der Täter ist ja Interesse daran. Falls es jemand war, den ihr kennt, das Ganze bleibt natürlich auch anonym und wir können das Ganze auch erst davor vertraglich festlegen, bevor du deine Aussage machst, wo ich dir auch vertraglich zusichere, dass ich dir diese 10.000 Euro gebe. Ein Mann, ein Wort, ich stehe dazu. Dann melde dich doch auch bitte bei der Kölner Polizei. Und auch generell, ich habe die Uhren ja gerade schon beschrieben und Bilder dazu eingeblendet. Falls die Uhren irgendwo auftauchen, könnt ihr euch auch gerne bei der Kölner Polizei melden und die Referenznummern eben mit meinen geklauten Uhren vergleichen. Zumal die Iced Out AP natürlich auch sehr selten ist. Also ich kenne niemanden, der die Uhr so hat, in der Größe, mit der Besetzung von Steinen. Es ist halt so gesehen auch ein Unikat, Leute. Sollte das auch gar nicht so leicht werden, die loszuwerden. Auch generell an die Täter muss man auch eigentlich sich mal fragen, ob das Ganze so wirtschaftlich ist, wenn man bedenkt, dass ihr vielleicht ohne Papiere, ohne das ganze Set für die Uhren vielleicht 20.000 Euro bekommt, aber man dafür für bewaffneten Raub einfach 6 bis 8 Jahre in den Knast wandern kann, dann wünsche ich euch natürlich auch viel Spaß damit. Zu der Frage, ob ich die Uhren versichert habe, ja und nein. Ich habe eine Versicherung für die Uhren, jedoch ist diese nicht auf aktuellem Stand, also nicht auf dem aktuellen Stand, was den Wert der Uhren angeht, da ich mir ja erst vor kurzem die Iced Out AP gekauft habe und ja, deswegen, ich werde eine gewisse Summe von der Versicherung wieder zurückbekommen. Aber auch leider nicht in Höhe von dem Uhrenwert. Und deswegen, ja, also ein finanzieller Schaden ist auch da. Ja, wobei ich da halt auch einfach sagen muss, es ist Gott sei Dank nur ein materieller Schaden. Natürlich, körperlich ist das Wichtigste, da geht es Meilen und mir gut. Und das ist, denke ich mal, die Hauptsache. Jetzt möchte ich meine Reichweite noch dazu nutzen, um eine Botschaft an Influencer und YouTube-Kollegen von mir auszurichten. Ich habe daraus gelernt, auch wenn es eine sehr unschöne Lehre war. Ich werde zukünftig Dinge nur noch zeitversetzt auf Instagram posten. Ich werde auch nicht mehr alles zeigen, was ich habe, was ich mache. Denn ich habe gelernt, dieses immer in Echtzeit Story posten, wo man gerade ist, was man macht, ist auch einfach gefährlich. Die Täter wussten durch Instagram, wann ich circa wieder bei mir zu Hause ankomme, konnte man sich ja mehr oder weniger ausrechnen. Ich habe eine Story gemacht, als wir in Antalya losgeflogen sind. Die haben das wahrscheinlich die Flüge gecheckt, haben gesehen, okay, da kommt er circa in Düsseldorf an, dann ist er circa eine Stunde später in Köln, so einen auf den. Wie gesagt, ich werde da in Zukunft nur noch Dinge zeitversetzt posten, weil auch umgedreht kann das natürlich auch eine Einladung für Einbrecher sein, indem man sieht, dass man gerade nicht zu Hause ist. Kann aber auch immer mal wieder, Eben. ich meine, jeder YouTuber, jeder Influencer postet ständig, dass er hier gerade irgendwo essen ist, dass er hier gerade mit seinem Auto unterwegs ist oder sowas. Viele haben teure Uhren. Und man muss da wirklich sagen, da ist halt auch eine Gefahr dahinter. Nicht jeder ist euer Freund, nicht jeder Follower gönnt euch. Und es gibt halt eben sogar Leute, die da kriminell aktiv werden. Deswegen, Das ich habe daraus stimmt gelernt, ich werde für allerdings. mich nur noch zeitversetzt Dinge posten, kann ich auch jedem anderen
Influencer-Kollegen von mir ja, ans Herz legen. In diesem Sinne, meine Freunde, das soll es von dem Video gewesen sein. Passt auf euch auf, überlegt, was ihr alles auf Social Media postet. Nicht jeder, wie gesagt, ist euer Freund, nicht jeder gönnt euch. Das habe ich jetzt gelernt daraus. Und ja, vielen Dank fürs Zuende schauen und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex. Krasse Story. Also, Freunde, ich... Also, Freunde, jetzt seht ihr wieder nichts. Aber ich muss sagen... krass. Krass. Dass so Leute auf die Ideen kommen, einen YouTuber mit einer sehr großen Reichweite... Ich zeige, also ihr wisst ja, wie viele Abonnenten der hat hier über 227 Millionen Abonnenten. Und das muss man sich einfach mal geben. Jemand, der jeden Tag für euch Videos macht, so wie ich, oder auch andere YouTuber, den Namen, den ich jetzt nicht nenne, weil ich möchte, dass die Leute anonym bleiben. Ich zum Beispiel, ich versuche auch jeden Tag Videos zu machen und dann kriege ich natürlich 10 Dislikes. Das ist ärgerlich. Aber ich selbst kann dagegen ja nichts machen, sondern nur die Leute, nur die Hater. Und die Hater wollen genau das erreichen, dass, ja, ihr wisst, was ich meine, dass man kein YouTube mehr macht und so. Das soll es aber an dieser Stelle. Nee, mir fällt gerade noch was ein. Und das haben wir so Leute, nett und, also, nett und unsympathisch sind, also, nett und sympathisch, böse und nett sind, böse. Dass die Alchemists die Uhr ausgeraubt haben oder überfallen haben, die Uhren geklaut haben, plus dann auch die Handys am Briefkasten gelegt. Das ist schon krass. Ihr müsst es euch mal geben. Ihr findet jetzt gleich was eingeblendet, aber bis gleich. So, ihr seht hier schon mal den Titel eingeblendet, was ich selbst oder Thumbnail eingeblendet, was ich mal erstellt habe. Ja, und Chiefin reagiert auf Alchemics Überfall. So grob zusammengefasst. Ist das schon ein krasses Thema, das Überfall? Das Thema Überfall ist schon, jemand hat das Wort gewesen. Aber ja gut. Lasst an dieser Stelle mal ein Like und Abo da, falls ihr nie wieder was verpassen wollt. Ehre geht raus, wenn ihr ein Quellcode eingeben könntet. Video plus No Probleme findet ihr wie immer in der Videobeschreibung eingeblendet, beziehungsweise steht in der Beschreibung. Und da würde ich sagen, was ist mit dem Video? Ciao, hat noch eine schöne Zeit. Ich bin ab Dienstag beim neuen Shop-Video wieder da. Und dann werden bestimmt auch wieder tägliche Streams kommen. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie es mit der Schule läuft, weil ich bin jetzt so in der 9. Klasse und Vorbereitung wegen Projektprüfung und so. Aber dazu werde ich vielleicht noch ein Video raushauen. Nächste Woche, also ihr seht es wieder am 14. Und eine Woche später ist es ja der 21. Also am 21. werde ich auch nochmal ein Video raushauen, wo ihr dann sehen könnt, oder der will vielleicht sogar erzählen, oder ich werde auf ein anderes Video reagieren. Egal, und ciao, tschüss. Nächstes Mal. Hier findet ihr meinen Kanal eingeblendet und hier unten findet ihr das letzte hochgeladene Video und da würde ich sagen, habt noch einen traumhaften Tag, haut rein und ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.